Hallihallo, Hallöchen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei den Sims 4 und ja, ihr seht hier, willkommen zu An die Arbeit. Yay! Hier haben wir die Karrieren, die wir jetzt auswählen könnten für euch, wenn ihr das denn mögt. Ich hatte euch schon mal gefragt, 6 von euch möchten ihren jetzigen Job behalten. 2 von euch, nämlich Jeff und Mary, haben mir gesagt, sie würden gerne die Polizeikarriere einschlagen. Wobei ich mit Mary nochmal gesprochen habe und sie gesagt hat, Arzt wäre auch eine coole Sache. Minako, bei dir bin ich mir gerade nicht sicher. Alle anderen, PC, Medu, Skira, wollen ihren Job behalten. Und einer hat gesagt, er ist noch nicht so weit von den Folgen her. Und wenn du nur noch irgendwie hier was möchtest, sag Bescheid. Ja, also willkommen zu An die Arbeit. Ja, das erste neue, ja, neue, ja, was heißt neu? Ja, das ist halt neu, ne? Erste neue Add-on für die Sims 4. Kostenpunkt 40 Ocken. Mal gucken, ob es das wert war. Wir werden es sehen. Ich guck mal gerade, ob ich jetzt hier. Ach du heiliger Bimbam. So eine schöne Folge. Ist dein Sim ein Superschnüffler oder ist der gut darin, Lügner zu entlarven oder ist der besessen davon, die Erde zu einem besseren Planeten zu machen? Dann kämpfe als Polizist für Recht und Ordnung. Polizisten sind keine Schreibtischhengste, sondern sie arbeiten an verschiedenen Orten in der Polizeiwache, an Tatorten, auf der Straße. Oh Mann, das ist ganz schön viel zu lesen, oder? Ich klicke das mal so ein bisschen durch. Dann könnt ihr ja Pause machen und euch das dann gerne mal durchlesen. Ich denke, das ist echt ein bisschen viel, wenn ich das jetzt für jede einzelne Karriere mache. Und ich entdecke sowas ganz gerne auch selbst. Das finde ich dann immer ganz witzig, wenn man das alles selber herausfindet. So, also das wäre der Polizist. Hier haben wir den Arzt. Ich gehe mal eben alles durch. Ein weiterer Arbeitstag im Krankenhaus für Sim-Ärzte. Spieler können Erfahrungen sammeln und sich bemühen, der beste Arzt der Stadt zu werden. Sims in der Arztkarriere beginnen als Krankenhauspraktikant, aber mit ein wenig harter Arbeit und Erfahrung können sie möglicherweise eines Tages Operationen als erfahrene Ärzte durchführen. Ach du Scheiße. Ja, also das, denke ich, ist mit Sicherheit auch eine sehr, sehr witzige Karriere. Also Jeff wird Polizist und Mary machen wir dann zur Ärztin, auch wenn ihre erste Wahl erster Polizist war, aber ich würde es schade finden, wenn beide das selber haben. So, hier haben wir den Wissenschaftler, der, glaube ich, auch ziemlich lustig ist. Er findet deinen Sim gerne Dinge. Jetzt kann er sogar Simoleons damit verdienen. In der Wissenschaftskarriere führt dein Sim Forschungen durch und sammelt Proben. Diese kannst du dann verwenden, um neue Komponenten und Geräte zu erfinden. Die Kreationen dieses Sims, deines Sims, können zu neuen Entdeckungen und Erfindungen führen. Cool. Ja. Ne? Wissenschaftler finde ich, glaube ich, auch sehr interessant. Also das stelle ich mir auch witzig vor. Vor allem, weil ich mich sehr dafür interessiere, was es denn dann für Dinge gibt, die man so erfinden kann. Ich hätte es cool gefunden, wenn mehr von euch gesagt hätten, ja, hier machen wir irgendwie einen neuen Job. Aber das ist natürlich euch überlassen, zumal ja auch PC und Minako sehr, sehr weit oben sind vom Job her. So, hier irgendwann mit Aliens. So, dann haben wir hier noch den Einzelhandel. Wow, ey. Geschäftsmann. Ja, und hier haben wir noch ein Angestellte und bla. Meine Zeilen, da haben wir mal ganz schön viel, nicht wahr? So. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Kannst du hier so Klamotten und so verkaufen, ne? Ist auch eine schicke Sache. Warum nicht? Bei wem könnte ich mir das gut vorstellen? Ja, ich weiß gar nicht so genau. Also Polizei bei Jeff und Ärztin bei Mary könnte ich mir gut vorstellen. Wissenschaftler, ja, weiß ich nicht, der Skira oder so. Oder einer. Ihr würdet, glaube ich, einen coolen Wissenschaftler abgeben. Und Einzelhandel, weiß ich nicht, Minako vielleicht. So, was haben wir hier? Angestellte? Ach, du liebes Bisschen. Ey, das ist echt wahnsinnig viel, oder? Ich gehe mal hier einfach mal so ein bisschen. Das ist echt wahnsinnig viel. Komm, das entdecken wir dann einfach mal alles unterwegs. Vielleicht, nachdem ihr das jetzt gesehen habt, hat der vielleicht doch der ein oder andere ein bisschen Bock. Achso, die Backfähigkeit gibt es jetzt auch. Durch Backen wird das Kochsystem mit neuen Rezepten und lustigen Methoden zur Verzierung der Backwaren erweitert. Sims können Backwaren wie Kekse, Kuchentorten, Donuts und Törtchen backen. Das finde ich cool. Die Backenfähigkeit kann im Einzelhandelssystem eingesetzt werden, wenn dein Sim eine Bäckerei eröffnen möchte. Objekte wie die Törtchenfabrik oder der
Warmhalteschrank, der zur Aufbewahrung der Backwaren dient, sind wesentliche Bestandteile. Ach so, ich dachte, das kann jeder. Mhm, Törtchenfabrik und so. Mhm. Im Notizbuch werden Rezepte und Wissen festgehalten, die Sims während des Spiels sammeln. Wenn dein Sim zum Beispiel herausgefunden hat, wie man zwei Pflanzen kreuzt, um ein Löwenmaul zu züchten, werden die beiden dazu notwendigen Pflanzen im Notizbuch notiert. Das finde ich cool. Eine nette Erweiterung. Sims können mit einer Kamera oder einem Handy Fotos machen. Je mehr Fotos ein Sim schießt, desto besser wird er dann. Darin wertvolle Momente auf Zelluloid. Ich kenne nur Zellulite. Das finde ich cool. Also fotografieren finde ich selber ja auch wahnsinnig interessant. Also ich jetzt hier persönlich. So, Wissenschaftler. Durchbrüche. Okay, die Wissenschaft wird durch Durchbrüche vorangetrieben. Je mehr Wissenschaftler Experimente durchführen und Forschung betreiben, desto eher wird ein Durchbruch erzielt. Selbst elementare Tätigkeiten wie das Putzen der Zähne können einen Durchbruch vorantreiben. Okay, jetzt haben wir hier Krankheit. Von Zeit zu Zeit können Sims Krankheitssymptome aufweisen. Dies kann von Husten über eine verstopfte Nase hin bis zu Ausschlag reichen. Okay. Ach, wie witzig. Jetzt habe ich hier gerade just in dem Moment eine Nachricht bekommen von meiner lieben Cousine. Mach Ärztin, alles klar. Mach ich. Hatte ich eh vor. So, erstelle einen Sim. Aber das kennen wir doch alles. Das kennen wir alles. Baumodus und so. Komm, wir gehen jetzt mal hier. Wir gehen mal rein ins Spiel, ne? Was? Besuche meine Packs und deine Informationen. Achso, ja, ich habe hier auch. Wie, du bist offline? Deine Mutter ist offline. Ein paar Packs, vor allem eins, installiert. Das war ja auch sowieso, das war ja mega geil gewesen, irgendwie das Spiel hier überhaupt mal zu installieren. Entschuldigt bitte, die Erweiterung zu installieren, das war schon der Brüller gewesen. Weil ich den Download nicht gefunden habe. Also ich habe es ja vorbestellt gehabt, also beziehungsweise ich ja nicht, mein Mann. Ich habe ihn gebeten, mal eben was am PC hier zu gucken, weil irgendwie wurde mir gesagt, Sims funktioniert nicht mehr mit deinen Grafikeinstellungen, bla bla bla. Und auf einmal gucke ich am nächsten Tag in meinen E-Mail-Ordner und sehe auf einmal von wegen Origin ihre Vorbestellung für Sims 4 an die Arbeit, bla. Und ich denke, hä? Ich habe voll den Schock bekommen. Ich habe mir gedacht, huch, das habe ich doch gar nicht gemacht. Ja. Habe ich jetzt, wie ihr seht. Und ja, und dann wollte ich das installieren. Dann kam irgendwann eine E-Mail von wegen, sie können das jetzt installieren und so weiter und so fort. Und ich gehe zu Orange und ich gehe auf Sims 4 und blau und ich sehe das nicht. Ich finde das einfach nicht. Ich habe die Option nicht gefunden, wie man das macht, wo man das macht und so weiter. Und dann hat mir Andrena LP, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht, auf Twitter netterweise geholfen, weil er hat das auch sehr lange gesucht, offensichtlich. Und dann habe ich noch festgestellt, dass ich noch einen Pack hatte, ein Weihnachtspack oder irgendwie sowas, was ich nie installiert hatte. So, und dann hat mir die gute Mary noch gesagt, ich habe hier eine Reihe vergessen, das machen wir gleich mal. Das wäre mir, glaube ich, echt nie aufgefallen. Nee, wo muss ich denn hin? Baumodus, genau. Und dann machen wir mal hier die Pipette. So, entschuldigt übrigens, dass es in den letzten Tagen keine Videos gab. Das lag daran, dass ich schlichtweg keine Zeit hatte. Können wir eigentlich hier die Treppe auch mit dem? Nee, das geht nicht, ne? So, gut, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Hier ist der Jeff. So, Telefon. Dann gucken wir mal. Karriere. Ein Einzelhandel kaufen. Krank melden, obwohl gesund. Job suchen. Mal eben gucken, ob das jetzt schon funktioniert. Ob man jetzt schon gleich die Polizeikarriere einschlagen kann. Das würde mich mal interessieren. Ach so. Ja. Willkommen bei den Sims 4. Wir drücken mal auf Play. So, ich bin akkurrent da wieder nackig durch die Gegend. Also wie gesagt, wenn irgendjemand von euch Bock hat, doch noch irgendwie was anderes zu werden, dann kann er das gerne mir mitteilen. Hier, Polizist, da haben wir es doch. Möchtest du der Typ Polizist sein, der immer im Dienst ist, dann ist dies genau der richtige Job für dich. Wir haben alles, um dich für deinen ungesunden Lebensstil zu belohnen. Ach, ungesund, wieso? Schalte Outfits wie unsere Polizeiuniform frei, die du als Schlafanzug tragen kannst. Erstelle deinem Kind eine wertvolle Lektion für das schlechte Zeugnis, in dem du es in den Gefangenen-Overall steckst. Was? Und sein Schlafzimmer an eine virtuelle Gefängniszelle mit Gefängnisgitterwänden und einer dekorativen Sicherheitskamera verwandelst. Wie geil, das mache ich mit meinem Kind auch mal. Als Bonus kannst du es durch dein persönliches Spiegelfenster beobachten. Cool. Also du verdienst dann 20 Simoleons die Stunde, hast Samstag, Sonntag frei. Erstmal cool, machen wir das.
Soll Jeff seinen Beruf zum Polizeianwärter ändern? Wenn er die neue Stelle annimmt, wird sein aktueller Job als Leiter der Kommandozentrale gekündigt. Okay, wir sagen, ja, wir machen das. Astronautkarriere verlassen. Jeff hat bei seinem Arbeitgeber Weltall gekündigt. Er war der Meinung, es wäre Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Die Karriereleiter hinauf. So, jetzt, Jeff ist jetzt Polizeianwärter bei Polizeiwache. Er beginnt am Mittwoch um 8 Uhr. Cool. Tantiemenbericht und Geld kriegen wir auch noch. Sehr, sehr schön. Also es tut mir ein bisschen... Huch, wo hab ich jetzt drauf gedrückt? Möchtest du einen Einzelhandel eröffnen? Nee, jetzt erstmal nicht. Ich find's ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die Astronautenkarriere auch sehr, sehr, sehr spannend fand. Aber auf der anderen Seite freue ich mich, dass sich jetzt zumindest zwei Leute gefunden haben, die sagen, ja, probieren wir mal ein bisschen was Neues aus. Ich hatte schon Panik. Ihr sagt alle, nö, ich will meinen alten Job behalten. Gut, die Mary, dann warten wir ab, bis sie wieder von der Arbeit kommt und dann machen wir aus ihr eine Ärztin. Und jetzt muss ich erstmal hier weiter rumgucken. So, du musst um 5 Stunden auf die Arbeit und du solltest ein Instrument spielen. Mach das doch mal bitte. Wer liegt da im Bett? Ist das der PC? Ja, dem kannst du mal... Ach nee, die Gitarre haben wir jetzt woanders hingeräumt, ne? Kannst du mal ein bisschen üben. So, und Minako hat mir noch zum 50.000. Mal gesagt, dass man Lieder schreiben erst kann, wenn man Level 8 erreicht hat. Das habe ich jetzt auch verstanden. Es ist gespeichert in meinem kleinen Köpfchen. Nashi, was ist mit dir los? Können wir dir irgendwas Gutes tun? Du möchtest dir gleich irgendwas ansehen. Okay. Nee, weißt du, was du mal machen kannst, meine Guteste? Ich habe nämlich gesehen, hier den Pflanzen, ne? Den geht's nämlich gar nicht so wirklich gut. Die kannst du mal entsorgen. Dann kannst du mal ernten. Und dann kannst du die mal alle bewässern. Ne? Das ist doch mal eine feine Sache. So, Jeff. Wann musst du jetzt auf Arbeit? In 22 Stunden. Nimm aktiv am Arbeitstag des Polizisten teil. Boah. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dir geht's auch sonst sehr gut. Was kann ich hier für dich? Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten. Ja, das müssen wir auch nochmal irgendwie irgendwann irgendwo hinkriegen. Was möchtest du hier noch Schönes? Für jemand eine Partei. Oh! Nashi hat Folgendes gefunden. Ein verziertes Ei! Ach, das kann man immer noch. Das hatte ich ja, glaube ich. Oh, Nashi, was ist denn mit dir los? Wieso bist du traurig? Nashi ist eine sprichwörtliche Verliererin, wenigstens beim letzten Spielturnier. Oh nein! Jetzt ist aber mal gut. Muss die Nashi doch hier nicht so fertig machen. Ich glaube, es hackt. So, cool, die findet hier voll die Eier. Ja, irgendwas kann man ja dafür sich dann holen, glaube ich. Firewall durchbrechen. Bei einer routinemäßigen Hintergrundüberprüfung stößt Mary unerwartet auf eine Firewall. Sie hätte nicht gedacht, dass sie von ihr benötigten Informationen geschützt werden. Dass die von ihr benötigten. Sie kann die Firewall entweder durchbrechen, um detaillierter nachzuforschen, oder einen vorgesetzten Agenten um Hilfe rufen. Nee, durchbrech mal die Firewall. Mit etwas geistreicher Entschlüsselungsarbeit gelingt es Mary, die Firewall zu durchbrechen. Sie stellt fest, dass nichts so ist, wie es scheint. Sie übermittelt ihre Erkenntnisse schnell dem Boss. Es stellt sich heraus, dass sie Machenschaften aufgedeckt hat. Cool. Guck mal, dafür gibt's sogar Geld jetzt. Das gab's vorher nicht, oder? Egal. Mein Gott, Leute. Zu viele E-Mails. Der Produzent von Skira schickt ihm mehrmals am Tag panische E-Mails. Es ist schwer, die Arbeit zu erledigen, wenn er ständig kleine Notfälle übernehmen muss. Skira kann die E-Mails entweder ignorieren oder eine Lösung suchen, die alle Probleme... Ja, das hatten wir schon mal. Globale Lösung, bitte. Level 4, der Comedy-Fähigkeit erreicht. Wunderbar, Nashi hat noch ein Ei gefunden. Es dauert lange und Skira muss all die andere Arbeit beiseite legen. Aber letztendlich hat er die Lösung für alle Probleme des Produzenten parat. Beim nächsten Team-Meeting lobt der Produzent Skira, weil er das Übel bei der Wurzel gepackt hat. Ach du, guck mal, hier, der hat jetzt kein Geld bekommen. Hallo, was ist denn hier los? Mann, Andreas bemerkt, dass alle grinsen und lachen, aber, ach man, wenn er sich nähert, werden schnell alle Chatfenster geschlossen. Er kann vorgeben, nichts zu bemerken oder sein Team zur Rede stellen. Ach komm, ignoriere das einfach. Gute Chefs wissen, wann man sich raushalten muss. Was auch immer der Witz war, er wird in Vergessenheit geraten. Und Andreas freut sich, dass die Kameradschaft in seinem Team wächst. So, jetzt aber mal gut, Kinners. Ne, macht mal schön langsam hier, die Mutti muss sich erstmal wieder ein bisschen einfinden hier in das Spiel. So. Minako musste alsbald auf Arbeit, ne, um 15 Uhr. Was kann ich dir noch so Gutes tun? 4 Lieder schreiben, immer noch 500 Simoleons verdienen, aber das dauert ja offensichtlich noch. Okay, der PC ist wach. Achso, mir wurde noch gesagt, vielleicht sollte ich euch beide mal kokett machen. Ich glaube, das hatte auch Minako vorgeschlagen, damit das mit der Flirterei ein bisschen runterläuft, ne. So, du hast 2 Tage frei, das ist schön.
Nimmst du dir jetzt was zu essen oder was machst du da? Ich meine, du stehst da jetzt noch rum wie so der Ochs vorm Berg hier irgendwie. In der Naschi. Ist auch, es ist eine schicke. Sieht gut aus. Ihr zwei. Doch, hat was, hm? Was auch immer ihr da jetzt gerade macht. So. Jemandem mal ein Kompliment machen. Ja, wie wär's denn mal mit der Minako? Kompliment. Kannst du mal ein Kompliment übers Outfit machen? Ey, dein BH, ne? Der ist total toll. So, du möchtest mit jemandem plaudern, etwas anpflanzen, etwas erfolgreich hacken. Du kannst auch erstmal was essen. So, und danach kannst du auch gerne auf Toilette gehen. Und danach kannst du Hab ich denn nicht gesagt, du sollst das hier irgendwie entfernen? Samen kaufen. Hast du nicht noch irgendwie ein paar Samen irgendwo rumfliegen? Hier möchtest du eine Karotte pflanzen. Machen wir mir ein Karottenbeet, ha? Huh? So. Ich liebe Karotten, ne? Finde ich super lecker. Oh, oh, da ist irgendwas wieder in die Binsen gegangen. Nee, nicht kaufen, aber kann man das ja nicht... Mann! Na, dann halt nicht. Irgendwas ging doch gerade zu Schrott, oder nicht? Irgendwas hörte sich doch gerade hier nicht wirklich gesund an. Oh, oh, was ist denn mit Jeff und... Naschi, was ist los mit euch beiden? Hey, Naschi, dann geh doch schnell auf Klo. Stinkt hier einer von euch? Ach, der Pisi stinkt. Ach, Pisi, Mann. Dann geh doch mal bitte schnell duschen. Ab dafür. Das wäre echt nett. Hast du denn der Minako denn noch ein Kompliment gemacht? Was möchtest du denn? Versunken Musik, hör niemanden flirten. Ja, aber nicht mit einem stinkenden PC, bitte. So, was ist mit euch beiden hier? Warum mögt ihr euch nicht? Für jemanden eine Parodie machen. Das kannst du doch für sie machen hier. Kannst du sie parodieren? So, hör mal auf jetzt gucken und mach mal da dein... Ah nein, hallo. So, Naschi. Etwas anpflanzen, immer noch. Die Naschi ist voll genervt irgendwie. Ach, weil die auf Klo muss wahrscheinlich, ne? Ja, ess erstmal auf und danach kannst du gerne auf Klo gehen. PC, du kannst dir hier mal das andere Omelette nehmen, wenn du magst. Und was möchtest du gerne freundlich zu Minako sein und mit Medu plaudern? Die Minako, die muss gleich auf die Arbeit, ne? So, aber die hat jetzt ihr Zeugs abgeschlossen. Wie wär's, wenn du dir mal schnell was anziehst, ha? Huh? Einmal schnell deine Alltagskleidung. So, und, ja, Minako, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal... Ist das die Shinun? Oh Gott. Ob ich das jetzt schon mal erwähnt habe. Es kommt mir so bekannt vor, aber ich bin mir nicht sicher. Die Minako hat gesagt, sie würde gerne ein bisschen ihre, ihren Sim umgestalten. Und ich habe mir gedacht, vielleicht möchten das ja mehrere von euch. Deswegen werde ich hoffentlich alsbald mal so eine Sonderfolge machen. Und dann zeige ich euch einfach alles, was man halt so machen kann. Und ihr müsst mir dann irgendwie in die Kommentare schreiben, von wegen, ich hätte gerne das fünfte T-Shirt von rechts oder so, keine Ahnung. Damit wir das mal irgendwie über die Bühne kriegen. So, du wolltest ja freundlich zu ihr sein, ne? Dann sei doch mal freundlich zu ihr. Beste Freunde werden. Ihr macht das mal bitte. Dafür geht die auch gerne mal irgendwie 5 Minuten später auf Arbeit. Gar kein Thema. Willst du mit mir ins Bett? Nein, sowas würde die Minako nie fragen. Einfach so. Ganz salopp. Ne? Und von Panzern erzählen und so ein bisschen Battlefield zocken. Hast du Bock auf Battlefield? PC? Ich weiß, der PC spielt gerne Battlefield. Minako weiß ich nicht. Wir können auch ins Universum gucken, wenn du möchtest. Das ist toll. Milchstraße und schwarze Löcher suchen. Magst du Star Trek? Ja, vielleicht. Voll so Weltraum und gleich Star Trek. Mary hat heute 152 Simoleons mit nach Hause gebracht. Mary, du kriegst einen neuen Job. Du wirst Ärztin. Sehr schön. Achso, die geht jetzt aber ab. Wie sieht die denn aus, wenn die auf Arbeit geht? Schick, guck mal. Karriere für Mary. Ärztin. Wer wäre nicht gerne für die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer Sims verantwortlich? Ich glaube, der PC. Ein Arzt, der auf dem Gebiet der Medizin die Karriereleiter erkleben kann, wird mit Objekten wie einer Chirurgenstandlampe und einem lebensgroßen Skelett zur Dekoration seines Eigenheims belohnt. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, kannst du deine eigene OP-Kittel und Patientenkleider freischalten.
Cool. Damit du auch zu Hause Doktor spielen kannst. Irgendwelche Doktorspiele hier. Soll Mary ihren Beruf zu Krankenhauspraktikantin ändern? Wenn sie die neue Stelle annimmt, wird sie in allen... Ja, ja, bla bla bla. Herzlichen Glückwunsch! Du hast deine Geheimagentenkarriere beendet und bist jetzt Krankenhauspraktikantin. Dam, dam, dam. Cool. Sehr, sehr geil. Also wunderbar. Würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich diese beiden Karrieren so schlagen werden. Ich werde jetzt wieder so ein paar Völkchen aufnehmen. Aber wie gesagt, wenn ihr gerne möchtet, dass ihr auch eine andere Karriere habt, die anderen sechs illustren Menschen, die sich hier im Haus versammelt haben, dann sagt mir Bescheid. Dann können wir das gerne machen. Penny Naschi da draußen, jawohl. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.